Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch ganz einfach mal ein Kanal-Update geben und da könnt ihr wirklich schon gespannt drauf sein. Vorab möchte ich euch aber erstmal auf eine aktuelle Aktion hinweisen und zwar vom Beeple-Blogger-Netzwerk. Wir veranstalten quasi gerade eine Osteraktion. Die geht noch bis zum 3. April, also sprich bis zum kommenden Dienstag, 23.59 Uhr. Da habt ihr die Möglichkeit, auf Spiele aus unserem Fundus mitzubieten. Also wir bieten quasi, ich glaube, insgesamt 21 Spiele dort an, die ja wir eben dafür zur Verfügung stellen. Und das Coole daran ist, zum einen, es fallen keine Versandkosten an. Das heißt, wenn ihr quasi dort einen Betrag bietet, dann müsst ihr wirklich auch nur den bezahlen und die Versandkosten übernehmen die ganzen Blogger. Und außerdem, der komplette Erlös wird an das Deutsche Kinderhilfswerk gespendet. Also wirklich sehr coole Aktion, finde ich persönlich. Und ja, da ist auch schon einiges zusammengekommen. Also Stand heute so knapp die 500 Marke haben wir erreicht an insgesamt Spenden. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr ganz einfach noch ja auch mal auf die Seite geht, falls ihr das nicht schon getan habt, dort auch mal mitbietet. Ihr könnt natürlich dort auch mitmachen, ohne jetzt ein Spiel zu ersteigern. Also sprich einfach so etwas spenden. Genaueres findet ihr auf der Beeple-Seite. Ich verlinke euch das nochmal unten in die Infobox und dort könnt ihr ganz einfach dann euch informieren. Wie genau könnt ihr dort teilnehmen? Geht ganz einfach. Ihr müsst einfach eine E-Mail an aktion@beeple.de schreiben, die Spielenummer rein, euer Gebot, euer Name und dann geht's auch schon los und ihr seid quasi mit Teil der Aktion und täglich werden dann auch die Höchstbietenden und der aktuelle Höchststand eben von jeweils einem Spiel, wie viel eben drauf geboten wurde, veröffentlicht. Das heißt, da könnt ihr dann auch sehen, wie hoch ist der Stand, muss ich vielleicht mein Gebot nochmal erhöhen oder wie ist gerade der Stand bei einem anderen Spiel, was mich interessiert und sollte ich da vielleicht noch mitbieten. Also das seht ihr dann alles auf jeden Fall schon auf der Seite. Wie gesagt, bis zum 3.4. geht das Ganze noch. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mitmacht und ja, ist wirklich für einen guten Zweck. Deswegen eine ganz gute Sache, wie ich finde. So, das war's jetzt erstmal ganz kurz eben mit dieser Aktion. Dann möchte ich euch etwas ja präsentieren, sage ich mal, denn ich habe ein bisschen ein kleines Technik-Upgrade gemacht. Da erstmal ein Dankeschön an alle Supporter, die mich da unterstützen auf Patreon. Da sind's ja, ist zwar eine überschaubare Menge, aber ich freue mich auf jeden Fall auch, dass mich dort welche unterstützen. Und außerdem gibt es natürlich noch von YouTube Werbeeinnahmen und mit solchem Geld habe ich dann eben die Möglichkeit, auch meine Technik ein bisschen zu verbessern. Das habe ich jetzt getan. Das reicht natürlich nicht komplett aus, um jetzt so eine Investition zu tätigen. Da habe ich schon noch ein bisschen was draufgepackt, aber gut, so ist das eben beim Hobby. Und nur noch kurz vorab vielleicht, ihr könnt mich gerne auch noch weiterhin unterstützen. Und zwar findet ihr auf meiner Homepage spielleiter.de im rechten Bereich, also rechten Bereich hier. Und dort findet ihr zum einen die Möglichkeit, mich auf Patreon zu unterstützen. Wenn das irgendwie nichts für euch ist, ist auch die Möglichkeit, dort noch per PayPal dort so eine Einmalspende zu machen. Oder ansonsten schaut ihr ganz einfach meine Videos, denn damit unterstützt ihr mich quasi auch indirekt, indem dort ganz einfach dort die Werbung eingeblendet ist. So, ja, lange Vorrede, jetzt kommt es dann endlich dazu. Ich möchte euch präsentieren, was ich mir Neues geleistet habe. Und zwar mache ich das mit einem kleinen Effekt. Ich habe mir nämlich eine neue Kamera gekauft mit einem neuen Objektiv. Und das habe ich sogar auch schon eingesetzt ein paar Mal, allerdings noch nie, indem ich jetzt direkt vor der Kamera stehe. Und da gibt es halt wirklich einen coolen Effekt. Ich zeige euch das ganz einfach mal, den Wechsel jetzt eben auf die neue Kamera und zack. Ja, so sieht das jetzt quasi in der neuen Kamera aus. Ich finde wirklich sehr, sehr cooles Bild, eben diese Tiefenunschärfe da im Hintergrund. Das macht wirklich nochmal was her. Außerdem ist die Kamera 4K-fähig. Ich hatte es ja auch schon mal auf Twitter, wo ich ein Video gepostet habe, mit angekündigt, jetzt auch auf 4K. Dieses Video jetzt hier wird nicht auf 4K sein, ganz einfach wegen dieser Kamera, denn die ist nicht 4K-fähig. Aber in Zukunft werde ich natürlich hauptsächlich mit dieser hier filmen und auch noch mit meinem Handy. Und beides ist 4K-fähig und ja, das ermöglicht mir ganz einfach, ein bisschen mehr ranzoomen zu können in den Videos und ja, ganz einfach auch hochauflösende Bilder oder Videomaterial euch eben zu geben. So, jetzt kommen wir dann aber endlich mal zu dem eigentlichen Update, weswegen ich dieses Video hier gemacht habe. Ja, kurze Vorrede dazu. Ich verspreche, es bleibt auch wirklich nur kurz. Und zwar, ihr habt es ja alle mitbekommen, mein Kanal wurde ja vor ein paar Wochen gesperrt und glücklicherweise ist er wieder entsperrt worden.
Und ja, diese 2, 3 Wochen, wo der Kanal gesperrt war, habe ich mir ganz einfach mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie geht es jetzt weiter? Soll es überhaupt weitergehen mit dem Spieleleiter, Videoblog? Und ja, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt war es ja auch völlig ungewiss, kommt der jetzt wieder der Kanal oder bleibt er für immer irgendwo gesperrt? Und ich habe mir ganz einfach Gedanken gemacht und mir die Frage gestellt, soll ich wirklich weiter Brettspielblogger sein? Und ich bin zu der Antwort gekommen, nein. Harte Antwort, aber das ist nun mal eben die Realität. Ich habe mich dazu entschieden. Aber ich bleibe weiterhin YouTuber. Und zwar werde ich mich ganz einfach auf, ja, so Real-Life-YouTubing konzentrieren. Und zwar werde ich in Zukunft Vlogs machen, wie ich zum Beispiel zum Friseur gehe oder wenn ich jetzt so zum Beispiel einfach mal einkaufen gehe. Ich denke, das kann ganz interessant sein, wenn ich da ganz einfach mal filme, wie ich jetzt im Supermarkt da diesen täglichen Kampf dort habe um die Milchpackung. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich so Prank-Videos machen werde. Also ich werde quasi Freunde aus meinem Umfeld pranken und das natürlich dann auf Video alles festhalten. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Das wird jetzt alles so Schritt für Schritt Einzug halten. Also ich werde jetzt dann auch den Kanal umbenennen und auch das Titelbild und so weiter alles ändern. Also da wird sich einiges tun. Klar, ist ja kompletter Wechsel eben zu einem Real-Life-YouTube-Kanal. Dann habe ich mir auch noch ein paar andere Sachen überlegt, so Haul-Videos, also wenn ich zum Beispiel irgendwie Klamotten shoppe, dann werde ich die euch vor der Kamera präsentieren und da ganz einfach euch zeigen, was ich dort eingekauft habe. Das ist, denke ich mal, auch eine sehr coole Sache, die euch interessieren wird. Und ja, so typische YouTube Real-Life-Sachen eben. Und ja, wie gesagt, ist aus der Idee herausgekommen, dass ich gar nicht mehr wusste, wie es jetzt weitergeht. Und ich habe das jetzt ganz einfach ja, ein bisschen weiter verfolgt und möchte das jetzt auch in Zukunft durchziehen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dort weiterhin, schaut dort fleißig meine Videos. Ich denke, es ist auf jeden Fall für euch was auch mit dabei, denn solche so ein Videoformat ist natürlich halt auch cool und mit Sicherheit cooler auch als Brettspielvideos. Das war eigentlich schon ein kurzes Update, was ich euch geben wollte. Wie gesagt, bald geht's los hier mit dem Real-Life-YouTube-Kanal, mit Pranks, mit Real-Life-Vlogs und mit Haul-Videos und so weiter und so fort. Fragen- und Antwort-Videos sind dort auch sehr, sehr beliebt. Ich habe mich nochmal so ein bisschen bei anderen YouTubern informiert, was die so machen, was dort erfolgreich ist. Mal gucken, vielleicht gehe ich auch so ein bisschen in die Gaming-Szene. Das ist, denke ich mal, auch sehr lukrativ. Das sind ja Call of Duty, Fortnite, sind ja so die angesagten Spiele. Call of Duty natürlich schon seit längerem, da einfach so ein paar Let's Plays. Oder was mir auch gerade noch einfällt, was auch eine gute Möglichkeit ist, so Reaction-Videos. Quasi, ich reagiere live auf, also live on tape auf Videos von anderen YouTubern und ihr könnt euch das Ganze da anschauen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, denke ich. Gut, das war jetzt auch schon genug gesabbelt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, auf die Zukunft, was jetzt der Kanal bringen wird. Einen coolen Namen muss ich mir natürlich da auch noch überlegen, aber ich denke, da wird mir auf jeden Fall schon was einfallen. Dann sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann ganz bald auf neuem Kanal.